Machen. Ein herzliches Willkommen für Balian Buschbaum. Danke dir. Hallo. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Als erstes Mensch sein. Ja, also wir werden heute im Laufe der Zeit in die Klischeekiste greifen und ich werde auch ganz bewusst ein paar Klischees bedienen. Daraus werde ich aus meinem Buch ein wenig vorlesen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen ganz großen Bogen spannen, Mann, Frau und hin zum Mensch. Ja? Und als ich euch vorhin gesagt habe, ich bin ein Visionär, dann geht es mir auch vor allem darum, wo könnten wir nicht nächstes Jahr stehen, wo könnten wir in 10 Jahren vielleicht stehen. Und vielleicht heißt die Konferenz dann nicht mehr Mann sein dürfen, weil dürfen streichen wir ja nächstes Jahr, habe ich gehört. Dann geht es nur noch um Mann sein. Vielleicht wird es irgendwann mal eine Konferenz geben, wo es um Mensch sein geht. Mit auf den Weg geben möchte, ist, dass jeder Einzelne sich selber findet, dass ihr eure Vision habt, dass ihr euer Glücklichsein habt, dass ihr Mensch seid. Unabhängig von diesen ganzen Klischees, ein Mann hat so zu sein und eine Frau hat so zu sein. Was macht uns denn wirklich aus? Es ist nicht nur das Geschlecht. Es ist das, was das Geschlecht mit uns macht. Und das ist viel, viel tiefer. Ja, also, wenn wir all unsere Gefühle reduzieren, dann kommen wir immer wieder auf das Wort und die Emotion Angst zurück. Angst ist unser größter Gegner, das Gehirn der Menschen. Und das ist unser Hauptproblem, dass wir Angst vor Bewertung haben. Und das erinnert euch, als ich auf die Bühne gekommen bin und dann erzählt habe, das kommen immer Menschen dann auf mich zu und sagen, Mensch Balian, ich wünsche dir viel Glück jetzt bei deinem Vortrag und sei nicht so nervös oder bist du denn nervös? Und ich sage, nein, ich bin nicht nervös, sondern ich bin einfach, ich bin ich. Ja, und da kann mir nichts passieren. Und in meinen Seminaren leben. Wir alle haben eine Präsenz und ihr alle merkt, ob ich näher komme, ob ich weiter weggehe, in die Augen, in die ich blicke und das, was dazwischen stattfindet, das ist Magie und das ist das, was Frauen an euch schätzen, was Männer an euch schätzen, was Menschen an euch schätzen. Dieses dazwischen und das ist ein ganzes Leben und es geht um Präsenz. Eine Kuh, die weiß nicht, ob es da eine schlankere Kuh irgendwo da hinten auf der Weide gibt. Oh Gott, die könnte mir ja die Show stehlen. Nee, eine Kuh. Egal wo. Sondern, dass ihr euch einfach hinstellt und sagt, das bin ich. Ich bin. Das ist die Magie. Das ist die Magie und die hat jeder von euch. Und das ist das Schöne. Es geht nicht darum, dass ihr noch was lernen sollt oder was ihr mitnehmen sollt. Es geht darum, dass ihr diese Magie, die in euch versteckt ist, dass ihr die wieder aufgrabt und dass ihr diesen Zauber, der in jedem von euch drin ist, den benutzt. Und den benutzt ihr, wenn ihr Frauen kennenlernt. Den benutzt ihr, wenn ihr auf die Arbeit geht. Den benutzt ihr. Und das ist was Schönes. Und das meine ich liebevoll. Das ist meine Message an euch. Es geht immer um Liebe. Ich habe aus Mail. Ich danke euch herzlich fürs Hiersein. Vielleicht auf ein nächstes Mal. Danke.